Herzlich willkommen hier bei Alpha Presents. Ich bin Alpha und ich präsentiere die DVD und Blu-ray. Was tun, wenn man alle Bösewichte besiegt hat? Man macht sich einfach selbst ein. Das war zwar nicht ganz der Plan von Tony Stark und Bruce Banner, aber letzten Endes das Ergebnis ihrer Forschung am gerade erst zurückeroberten Stab Lokis. Das Ultron-Programm sollte im Ernstfall die Erde beschützen. Blöderweise sieht sich jetzt Ultron als Heilmittel der Erde und will erstmal reinen Tisch machen. Sprich, tschüss Menschheit. Toll gemacht, Tony. Grund genug also, dass im Kampf gegen diese sehr lebendige künstliche Intelligenz die Avengers wieder assemblen. Warum klingt im Englischen alles so viel cooler? Im Deutschen hieße der Satz, die Rächer versammeln sich wieder. Spannung! Erneut alle souverän. Neue Mitspieler am Marvel-Tisch sind Elizabeth Olsen und Aaron Taylor-Johnson als Scarlet Witch und Quicksilver. Fun Fact, hier sind die beiden Geschwister, im 2014er Godzilla sind die beiden ein Ehepaar. Hollywood, du hast ein Nachwuchsproblem. Außerdem haben wir James Spader als Ultron oder dessen Stimme und dessen Performance-Capturing-Referenz. Ein guter Grund, den Film im Englischen zu sehen, obwohl wir im Deutschen mit Andreas Fröhlich auch eine gute Stimme gefunden haben. Der darstellerische Höhepunkt ist wohl das Gespräch zwischen Black Widow und Bruce Banner, kurz nachdem beide in einem seelischen Tiefpunkt steckten. Und vor allem Natascha Romanoff, sonst Doppelagentin, Spionin, alles mögliche, legt hier einen Seelenstriptease hin und das vermutlich zum ersten Mal in ihrem Leben. Eine kurze, aber wirkungsvolle Szene, gespielt von Scarlett Johansson und Mark Ruffalo. Nicht umhin, dem Film ein paar Mankos anzukreiden, wenn man denn unbedingt will. Es wurden viele künftige Stories angefeuert, wie zum Beispiel Civil War und ich denke auch Thor's Ragnarök. Einige Plotholes wurden nicht gestopft, sondern einfach als solche hingenommen. Die Liebesgeschichte zwischen Romanoff und Bruce Banner war einfach dann da. Bei mir fiel das unter die Kategorie, ist halt so. Mir gefallen so unglaublich viele Dinge im Film. Die Weiterentwicklung der Figuren, die Idee, Tony Stark aus seiner Angst und Sorge heraus zum Bösewicht zu machen, sehr fein. Wäre Age of Ultron etwas für komplette Neueinsteiger im MCU? Nope. Und wenn ihr, die ihr den Film kennt, die mehrere andere Marvel-Sachen kennt, wenn ihr meint, ihr müsst jemandem das unbedingt zeigen, der noch nie etwas davon gesehen hat und ihr fangt mit Age of Ultron an, dann macht euch auch viele Fragen vor dem Film, während des Films und auch nach dem Film gefasst. Wer aber im Bilde ist, sollte mit den Gezeigten zumindest keine Schwierigkeiten haben. Auf der Blu-ray existieren 20 Minuten Making-of, ein 7-minütiger Beitrag zu den Infinity-Steinen, wo sie bislang auftauchen, in welchen Filmen und was eigentlich so ihre Bedeutung ist und auch ein bisschen Vergleich zu den Comics. Ein 3-minütiger Beitrag zu den internationalen Drehorten, an denen der Film stattfand, das war Südkorea, Südafrika, Italien und England. Es gibt 12 Minuten erweiterte und deleted Scenes, bei denen vor allem die längere Version von Thor in der Höhle interessant ist und das längere Gespräch von Natascha Romanoff und Bruce Banner auch noch einen Tick intensiver als in der Kinofassung. Fand ich da auch sehr schön. Es gibt 3,5 Minuten Outtakes und diesmal endlich auch in Deutschland einen Audiokommentar von Joss Whedon, der hier allerdings etwas arbeitsmüde wirkt. Haben wir Trailer? Ne, wir haben keinen Trailer. Fazit! Ich war damals mitten im Marvel-Fieber und widmete dem Film sogar 3 Kinobesuche. Habe ich irgendeinen der Besuche bereut? Kein Stück. Manche Kritiker beschwerten sich, dass der Film im Nachhinein viel von Teil 1 kopiert. Und ich gebe zu, dass man das Argument schlecht negieren kann. Wiederum haben doch alle Leute Teil 1 geliebt, oder?
Doch vermutlich war das größere Problem von Age of Ultron, dass es das zweite Avengers-Abenteuer ist. Mit riesigen Erwartungen von Fans und Kritikern. Teil 1 konnte sich damals gepflegt zurücklehnen und denken, ja, macht ihr mal. Ich mach mal mein Ding und überrasche euch alle. Auch der zweite Avenger konnte eigentlich ganz gut überraschen, nur nicht ganz so viel wie der erste Teil. Buh. Wem das scheißegal war, weil er einfach eine schöne Zeit haben wollte? Mir. Ich finde Age of Ultron genauso beeindruckend wie den ersten Avengers und kann ihn auch jedem empfehlen, besonders den Leuten, die jetzt in den nächsten Tagen noch Civil War sehen wollen, ist Age of Ultron, wie schon oft gesagt, ein Pflichtprogramm, um der ganzen Sache gut zu folgen. Und damit beende ich den großen Marvel-Marathon. Ant-Man schicken wir nach, sobald der bei uns im Besitz ist. Bis dahin freut euch einfach auf die kommenden Tage mit wundervollen Reviews und tollen Vlogs, wie immer hier auf Alpha Presents. Ich bin Alpha und ich präsentiere.